Dieser Streifen wurde mit einer Geschwindigkeit von 25 mm pro Sekunde aufgezeichnet. Somit beträgt ein Kästchen 0,04 Sekunden. Der Streifen hier präsentiert eine Zeit von 6 Sekunden. Wenn ich jetzt hier die Hertz abzähle und diese mal 10 nehme, habe ich die Herzminutenfrequenz. Nun beginnen wir mit der Bestimmung der Kammerfrequenz. Wir zählen hier ab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, wir haben eine Frequenz von 90 pro Minute. Und sind somit hier in der Norm. Also wir sind hier nicht über 100, also Tachykard, und wir sind nicht unter 60 pro Minute. Bradykard ist Normokard. Um den Rhythmus der Kammern zu bestimmen, verwenden wir wieder unseren Stechzirkel und wir vergleichen die Rs hier. Und wir sehen, hier ist es rhythmisch und hier auch. Aber hier sind wir arrhythmisch, also hier ändert sich der Rhythmus, welcher sich dann hier, hier sind wir wieder gleich. Also wir haben hier kein rhythmisches EKG, sondern ein arrhythmisches EKG vorliegen. Nun wollen wir uns um die P-Wellen kümmern. Sind Ps vorhanden? Und wir sehen hier sind die Ps. Hier und hier und hier. Es sind einmal, als Grundaussage, sind Ps vorhanden? Ja. Ist die P-Form gleich? Und da können wir auch mit Ja beantworten, beziehungsweise sind alle Ps sind gleich. Die Frequenz der Ps, zählen wir sie wieder ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hat ebenfalls 90 pro Minute. Also QRS, die Kammerkontraktion und die Vorhofkontraktion sind gleich schnell. Rhythmus der Ps, auch hier verwenden wir wieder den Zirkel. Und wenn wir hier die Ps hier miteinander vergleichen, sehen wir, zu Beginn dieses EKG-Streifens sind sie rhythmisch. Und hier verändert sich der Rhythmus. Wobei hier wieder sich der Rhythmus, sehen wir jetzt nicht mehr, hier ungefähr wieder angleicht. Aber es ist arrhythmisch. Wir wollen jetzt hier noch den PQ-Intervall und die QRS-Dauer bestimmen. Der PQ-Intervall, hier Beginn P bis Q, hat 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen. Das sind somit 0,2 Sekunden. Ist normal. Dann geht es noch um die QRS-Dauer hier. Hier, 1, 2, 3, sind 3 Kästchen, sind 0,12 Sekunden. Ist auch normal. Kommen wir zur Interpretation. Wir haben hier eine Kammerfrequenz von 90 pro Minute und sind somit normokard, aber wir sind arrhythmisch. Wir haben einen normokarden, arrhythmischen Rhythmus vor uns liegen. Wir haben Ps, ja, aber die Ps sind alle gleich. Also der primäre Schrittmacher kommt somit aus dem Sinusknoten. Und die Frequenz der Ps ist ebenfalls gleich. Ja, jedes P wird mit einem QRS-Komplex beantwortet. Es wird übergeleitet. Was hier vorliegt, ist ein normokarder, arrhythmischer Sinusrhythmus. Nun, das, warum, hier, wenn Sie hier sehen, hier ist ein bisschen schneller, hier wird er langsamer. Hier wird er schneller und hier, wenn wir das weiterverfolgen, wird wieder langsamer werden. Das hier ist ein EKG, welches durch die Atemexkursion zu einer Beschleunigung und zu einer Verlangsamung führt. Und darum ist es arrhythmisch. Nun, wo sieht man das? Das sieht man vor allem bei jüngeren Menschen. Und zwar hat es damit mit der Physiologie, oder man kann es physiologisch erklären, es hat was mit der Thoraxpumpe zu tun. Wenn wir hier einatmet, das hier ist die Inspiration, entsteht ein Sog. Und dieser Sog wird auch auf die Gefäße im Thorax übertragen. Das heißt, das Blut fließt nun leichter, aufgrund des eine Saugpumpe, leichter zum Herz zurück. Oder anders gesagt, es fließt mehr Blut zum Herz zurück, somit nimmt die Frequenz zu. Und hier atmet man wieder aus, der Druck steigt, das Blutvolumen, das angeboten wird, nimmt wieder ab. Und hier atmen wir wieder ein. Somit ist es eine von der Atemexkursion abhängige Sinusarrhythmie.